Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge meines Flussführers für Frankreich. Die Ardèche ist ein beliebter Fluss, auch für Wildwasser-Unerprobte. Heute fahren wir auf dem Abschnitt Balasuc bis nach Rums. In Balasuc gibt es einen Parkplatz nahe der Brücke zum Einbooten. Wenn das malerische Dörfchen von Touristen frequentiert wird, ist dieser aber möglicherweise voll und der andere Parkplatz ist etwa 500 Meter weg von der Einbootstelle. Möglicherweise kann man mit dem Auto zum Abladen runterfahren und es dann oben parkieren. Auf dieser Strecke kann man auch haufenweise Abenteurer in Mietbooten antreffen. Manche gehen auch baden. Der Charakter dieses Abschnitts ist mehrheitlich durch die Felswände gegeben, die meistens jedoch nicht ganz bis ans Wasser reichen. Flache Abschnitte wechseln sich mit Schwellen ab. Besonders im Frühjahr muss auch mit Holz im Wasser gerechnet werden, das jedoch dank der Breite für geübte Paddler gut zu umfahren ist. Bei der Brücke in Pradon hat man dann auch schon etwa zwei Drittel der 12 Kilometer hinter sich. Ab hier ist der Fluss weniger offen. Wenn in einer Linkskurve rechts außen ein scheinbar großes Kehrwasser auftaucht, hat man die Einmündung der Linie erreicht. Das ist ein kleiner Waldbach, der dann genügend Wasser führt, wenn sonst überall viel drauf ist. Nun ist man auf der Zielgeraden eingeschwenkt, die etwas mühsam sein kann, denn man hat den Rückstau des Wehrs unterhalb der Brücke bei Rums erreicht. Auf der rechten Seite an der Felswand befindet sich eine Bootsrampe, mit welcher das etwa 3 Meter hohe Wehr passiert werden kann. Dank dem Tempo, das man auf der Rutsche erreicht, ist die Walze unten nicht wirklich ein Hindernis. Die Ausbootstelle befindet sich kurz darauf linksufrig oberhalb des Campingplatzes. Eine Weiterfahrt ist möglich, insbesondere wenn man auf einem der nächsten flussseitigen Campingplätze logiert. Zusätzliche Informationen sind in der Beschreibung unten zu finden. Wenn du diesen Führer hilfreich fandest, hinterlass doch bitte einen Daumen hoch. Und wenn du künftig mehr Videos nicht verpassen möchtest, klick den Abonnieren-Knopf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!